Hallo, mein Name ist Frank Laubach. Ich gebe euch heute mal ein kurzes Update über meine Sonnenplantage. Aufgebaut habe ich dieses Jahr Mitte Februar. Die hat einen Wechselrichter von 600 Watt und zwei Module a 390 Watt. Die Aufstellung habe ich geändert von 35 auf 25 Grad. Und die Module habe ich auch nochmal neu ausgerichtet. Ich hatte sie vorher beide Richtung Süden ausgerichtet. Hatte das Problem jetzt im März, dass der Wechselrichter öfters in die Begrenzung kam. Das heißt, er gibt nicht mehr wie 600 Watt raus. Und da habe ich jetzt die Module eins Richtung Südost, das andere Richtung Südwest aufgestellt. Und erhoffe mir so, dass ich etwas mehr Ertrag habe. Ich gebe euch mal eine kurze Übersicht. Angeschafft habe ich die Anlage für 805 Euro inklusive Montagematerial und allem drum und dran. Davon habe ich bisher einen Zuschuss von der Verbandsgemeinde bekommen von knapp 20%. Das waren 158 Euro und 13 Cent. Im Februar und März habe ich mit der Anlage einen Gewinn erwirtschaftet an 38 Euro. Und somit liege ich noch bei einem Verlust von 608,85 Euro bis jetzt. Mein Stromverbrauch im Jahr ist übrigens so 3600 Kilowatt. Der Strompreis knappe 30 Cent. Ich zeige euch jetzt mal hier die Grafik. Im Februar habe ich insgesamt 26,4 Kilowatt erzeugt, somit 7,86 Euro erwirtschaftet. Der März war sehr sonnenreich, das hat mich sehr gefreut. Da habe ich einen Ertrag gehabt von insgesamt 101,2 Kilowatt, die ich erzeugt habe und über 30 Euro in die Tasche gewirtschaftet. Die besten Tage im März waren bei mir übrigens der 19., 22. und 26. März mit jeweils 4,5 Kilowatt am Tag. Das ist sehr viel eigentlich. Und ich muss auch dazu sagen, ich habe auch deswegen so viel erwirtschaftet, weil mein Energieversorger hat bei mir noch nicht an der Haustür geklingelt und hat den Zähler gewechselt bis jetzt. Ich habe also noch den alten Zähler, wo die Scheibe sich dreht, und in den Mittagsstunden kam es auch des Öfteren mal vor, habe ich mal gesehen, dass der Zähler einige Runden rückwärts gedreht hat. Das hat mich sehr gefreut, dass der Energieversorger vielleicht weniger, aber ich habe ja nichts anderes getan, als den Strom umgetauscht. Das heißt, das zu viel produzierte, was ich nicht verbraucht habe, habe ich dann umgetauscht, dem Energieversorger zurückgegeben und nach Sonnenuntergang mir wieder kostenlos aus dem Speicher zurückgeholt. Ich sehe das jetzt nicht so schlimm, aber ich muss auch ein bisschen Geld sparen. Gut, das wäre es mal mit der Übersicht. Achso, ich wollte noch sagen, März habe ich ja über 100 Kilowatt erzeugt. Bei einem Jahresverbrauch von 3600 Kilowatt ist das ungefähr 300 Kilowatt im Monat. Also jetzt mal sehr einfach gerechnet. Stimmt natürlich nicht hundertprozentig die Rechnung, das weiß ich auch. Somit habe ich also im März circa ein Drittel an Stromkosten eingespart. Also nur der reine Stromverbrauch, Zähler, Miete jetzt mal nicht mitgerechnet. Ne? Gut, das wäre soweit das Update meiner Solarplantage. Das nächste Video wird es dann voraussichtlich Mitte bis Ende April geben. Ich wurde öfters gefragt, kann man den Strom auch speichern? Da zeige ich euch mal ein paar Möglichkeiten. Ich habe drei Stromspeicher, also so Solar Powerbanks nennt sich das. Eine für in die Hosentasche, wo man so ein Handy mitladen kann mit USB. Dann habe ich eine im Februar bestellt, die wurde gestern geliefert. Eine Powerbank von 2000 Watt. Die kann man auch mit Netz aufladen, so wie mit Solar. Die zeige ich euch dann auch. Und dann eine selbstgebaute mit einer einfachen kleinen Batterie, man kann auch eine Autobatterie nehmen, Solarzelle und einen Laderegler. Wie gesagt, das zeige ich euch dann bei den nächsten Sonnenstrahlen. Heute haben wir sehr schlechtes Wetter, es ist etwas bewölkt und auch sehr kalt draußen. Da macht es keinen Spaß, draußen zu filmen. Gut, das war's. Auf Wiedersehen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da. Wer will, kann es auch gern abonnieren. Besten Dank. Wiedersehen. Tschüss.